Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesem-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt Mad Games Tycoon. Kaum starte ich das Spiel und die Aufnahme gibt mein Rechner wieder Vollgas. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt. Oh Gott, auch hier die Schleier, das guckt euch das mal an, ey. Das ist alles viel zu groß, was wir hier gebaut haben. Ich glaube, mein Rechner kommt an seine Grenzen. Und er kann andere Sachen durchaus schöner abspielen. Das ist jetzt das, was mich da dran so leicht verwirrt. So, ist egal. Komm, wir wollen was anderes thematisieren als die Knackser. Heute habe ich meinen Rechner abkühlen lassen vor der Aufnahme hier. Und wie soll ich sagen? Ach komm, das schalten wir jetzt mal aus. Ich habe meinen Rechner vorher abkühlen lassen vor der Aufnahme. In der Hoffnung, dass das vielleicht auch ein Hitzeproblem ist, weil das gegen Ende meiner Aufnahmesession plötzlich hier in Mad Games Tycoon angefangen hat rumzuknacksen, wie bekloppt. Und ja, also ich versuche alles, damit es nicht mehr knackt. Ja? Also ich gebe wirklich alles, damit es nicht mehr knackst. Aber mein Rechner, der gibt gerade Vollgas im Hintergrund. Ihr könnt das kaum hören. Und das Problem an der Sache ist, so Vollgas gibt er nicht mal bei Project Cars. Oder bei anderen Sachen. Also die richtig Power brauchen. Das ist halt das Problem. Das Ganze hier ist in Unity Engine programmiert. Unity Engine hat ja auch der gute Tom.io erklärt bei, wie hieß das komische Ding? Ja, irgendwas mit Freizeitpark Tycoon. Railroad World oder Railroad Tycoon World oder irgend sowas. Dass die das in Unity bauen und, das ist halt schwer zu optimieren, also performance-technisch. Und das magst du auch hier, ja, der quält sich da scheinbar unheimlich mit, das hier zu optimieren. Und das Einzige, was mir einfällt, ist zu meckern, dass es nicht optimal läuft. Ja, was willst du machen? Es ist halt, guckt euch das mal an, ey, wie das leckt und macht einen Tod. So, wir bringen raus. Das hier, wir sind einfach zu groß, wir haben 30 Milliarden auf dem Konto. Wir haben so viele Angestellte, wir haben so viele Spiele rausgebracht, der... Alles gilt zu tracken. Versteht ihr? Jedes Spiel, was rauskommt, kriegt einen Datenbankeintrag oder einen Speicherplatzeintrag und es sind Daten drüber gespeichert. Und je länger und umfangreicher du das Spiel spielst, ich denke, ja, umso mehr belastet das das System und umso mehr kann es dann dazu führen, dass das Ganze dann am Schluss irgendwie knackt. 91% kriegen wir auf unseren Titel. Für mich zum Geld. So. Wir produzieren wieder 10 Millionen mit zwei Pressen. Und das ist natürlich alles, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen überhaupt bewusst ist, was da im Hintergrund jetzt für eine Rechnung abläuft. Und wenn das nicht 100% optimiert ist, und das glaube ich einfach nicht bei einem Early Access Spiel, ja, dann kann das durchaus passieren, dass das System an seine Grenzen kommt und dass dann eine CPU so überlastet ist, dass sie mir Knackser in meiner Aufnahme macht. Weil das Ganze wird ja aufgenommen. Das läuft ja noch ein zweites Programm. Ich habe schon 16 Megabyte Speicher. Megabyte, Gigabyte, 16 Gigabyte RAM habe ich schon drin. Ich habe eine Grafikkarte mit 3,5 Gigabyte D-RAM und 500 irgendwie im anderen RAM, der nicht ganz so dolle ist. Also, ich weiß nicht, wie ich es am besten erklären soll. Ich meine, es ist ja, ich habe eine GTX 970 verbaut, ja. Ich habe einen 6-Core AMD-Rechner mit 3,7 GHz Turbo und 3,3 oder 3,4 GHz normal. Also, ich meine, da muss doch was gehen normal. Aber das ist halt, es ist nicht so optimiert. Das soll auch kein Vorwurf sein an Entwickler. Nicht falsch verstehen. Das ist nicht einfach, das zu optimieren. Wenn ich heute ein Spiel programmieren würde, ich würde es wahrscheinlich gar nicht hinkriegen. Bei mir wäre das wahrscheinlich mit zwei Leuten, die du steuern kannst, schon das reinste Bugfest oder das reinste Lagfest. Also meinen größten Respekt vor dem Entwickler, der das hier entwickelt. Aber, und das ist das Aber, wir treiben es hier auch extrem. Versteht ihr? Wir hauen hier Titel raus nach Titel. Wir haben 31, 32 Milliarden auf dem Konto. Wir machen Konsolen for fun neu, um zu gucken, ob die sich besser verkaufen, um unseren Marktanteil da zu steigern. Also ich sag mal, ich hatte Prison-Architekt-Aufnahmen mit 100 Gefangenen.
da ging es auch los, ja. Die haben dann Programmierer geholt, der Performance da rein programmiert hat. Mittlerweile läuft das Ganze selbst bei 200, glaube ich, ein bisschen flüssiger wie damals bei mir mit 100. Also es ist halt Early Access und ich vergesse hier Updates zu machen. Fällt mir gerade ein. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Aber auch das, ja, für jedes Spiel hauen wir da nochmal 5 Updates durch. Und das wird dann mitgelockt. Versteht mich nicht falsch. Es ist keine Kritik am Entwickler. Es ist nur, diese Datenmengen sind schwer zu handeln. Die sind richtig schwer zu handeln. Da musst du extrem gut unterwegs sein. Da musst du extrem gut unterwegs sein, damit das so hinkriegst, damit das die Performance nicht runterzieht. Und einer allein, sorry, wenn ich das jetzt sage, es soll keine Kritik am Entwickler sein, aber einer allein ist damit definitiv überfordert. Ich weiß, dass die Jungs, die waren ja früher Destrux Entertainment, ich weiß, dass das zwei Jungs waren, zwei Brüder. Der eine ist, wie man den Meldungen entnehmen konnte, verstorben. Der war für die Grafik verantwortlich, der andere war der Programmierer. Die zwei haben Spiele programmiert und wenn ich mir die Spiele angeguckt habe, die die programmiert haben, also ich glaube, nichts war so umfangreich wie das hier. Also ich glaube, da geht man auch eben neue Wege und da gilt es mit Sicherheit auch bei der Entwicklung viel zu lernen und umzusetzen und ich kann es verstehen, dass das dann nicht 100% optimal läuft und wenn dann vielleicht mein System durch 3 vorhergehende Aufnahmen schon schön aufgeheizt ist und ich fange dann noch an, Mad Games Tycoon aufzunehmen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das in Summe dazu führt, dass das ein oder andere Bauteil sagt, jetzt komm, lass mal gut sein hier. Also das ist jetzt eher eine Rede für die Entwickler, für alle, die das nicht verstehen und meinen, ihr nörgelt schon wieder nur rum. Nein, ich nörgel hier nicht rum. Nein, nein. Das ist eine Rede für den Entwickler. Das ist eine Early Access Version. Ja, also ich denke, wenn das Spiel später mal fertig ist und released ist und alle Daten sortiert sind und der ganze Datenmüll raus und vielleicht noch Optimierungsprogrammierungen durchgeführt wurden. Weil ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ihr könnt mit einem 20-zeiligen Programm den High-End-Rechner dieser Welt zum Explodieren bringen. Wenn ihr die falschen Schleifen ineinander schreibt oder sogar eine Endlosschleife ausführt, in der Endlosschleife, so nach dem Motto, ja, und sich das ganze Zeug dann vielleicht auch noch erweitert, das heißt also, es gibt einen Exit-Punkt, der dann die Schleife immer wieder neu startet, während die anderen Schleifen noch laufen. Das ist alles programmierbar. Es hört sich bescheuert an, aber das ist alles programmierbar heutzutage. Ich habe einen neuen Trend gesetzt. Rollenspiele und Dungeons. World of Bambus für mich zum Geld hat weltweit Begeisterung ausgelöst und einen neuen Trend gesetzt. Verkaufen wir jetzt noch mehr von. Also wenn du das halt blöde machst, sag ich mal, also wenn du da in der Programmierung ein bisschen geschludert hast oder, also das will ich nicht mal sagen. Ich meine, ich habe ja selbst schon Spiele programmiert und das konntest du nicht angucken, das war ein Gelecke. Wo sind wir denn hier unterwegs? Da. Das war ein Gelegge, ja, und das lag hauptsächlich daran, wie ich das Ding programmiert hatte und wie die Daten verwaltet wurden. Du kannst da echt mit vielleicht einer unüberlegten Schleife hier oder einem falschen Abzweig da oder einer falschen Funktion, die hier aufgerufen wird, du kannst einen Computer in die Knie zwingen. Du kannst ihn wirklich dazu bringen, dass der Prozessor durchbrennt. Es geht. Und ein Early Access-Titel ist niemals optimiert. Das ist mir bewusst. In dem Moment, wo du das spielst, muss es dir bewusst sein.
dass das Ding niemals optimiert ist. Ja, warum muss einem das bewusst sein, dass das Ding nicht optimiert ist? Es wäre nicht im Early Access, wenn es nicht optimiert wäre. Also nur unoptimierte Spiele kommen in Early Access. Alles andere ist eine Release-Version. Ein optimiertes Spiel ist immer release-tauglich. Immer. Und wie gesagt, das ist kein Vorwurf hier an den Entwickler. Ganz im Gegenteil. Die haben meinen größten Respekt für das, was die hier gebaut haben. Und ich habe mich auch mal... Ich will mich jetzt als nächstes, also ich meine, ich bin jetzt im Racing so weit fortgeschritten. Es braucht halt alles seine Zeit, dieses Setup-Gebaue, das Auto kennenlernen. Jetzt habe ich wieder ein Buch über Linientechniken, wo ich sage, boah, da gibt es nochmal ein paar Eindrücke, die hatte ich so vorher noch nicht. Da gibt es halt auch permanent was zu lernen. Es ist ja nicht so, dass Racing sowas ist, wo du anfängst und sagst, so, jetzt weiß ich alles, jetzt bin ich schnell, jetzt kann ich Schumacher besiegen oder fahre auf Schumacher-Niveau. Ich höre jetzt auf zu lernen und bin Weltklasse. Das gibt es im Racing nicht. Selbst ein Michael Schumacher, ja, der hat während er auf den höchsten Stufen des Erfolgs war, noch immer weiter trainiert. Und aber was ich damit sagen wollte, ist, ich will jetzt halt auch mal in die Unity-Programmierung langsam einsteigen. Also das heißt, wenn ich freie Zeiten habe, freie Momente habe, ich meine, hallo, ich sag's ganz brutal, ja, ich habe Racing gelernt. Ich habe YouTube gelernt, ich habe Racing gelernt. Kannst du auch Unity lernen? Unmöglich ist das nicht. Und also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe da mittlerweile auch so meine ganz normalen Lerntechniken, die ich mittlerweile entwickelt habe. Das ist auch krass, ne? Ich muss so alt werden, jetzt um Lerntechniken zu entwickeln. Aber die ich jetzt entwickelt habe, die helfen mir mit Sicherheit auch, dass ich im Endeffekt Unity lernen werde auf einem Niveau, dass ich, wenn ich Bock habe, ein Spiel entwickeln kann. Da bin ich fest von überzeugt. Die Frage ist nur, wann soll ich das noch machen? Das ist das, was mich viel eher beschäftigt. Also, wann habe ich jetzt auch noch die Zeit, Unity zu lernen? Ich sage es mal ganz brutal. Ich habe mich gestern Abend hingesetzt und habe gesagt, oh komm, du könntest mal deine private Project Cars Karriere weiterfahren. Da fahre ich ja LMP1 schon. Also Endurance LMP1. Eine Stufe unter der eigentlichen LMP1 Gruppe. Und da dauert ein Rennen eine Stunde. Du hast zwei Trainings von einer Stunde oder von einer Stunde. Und dann hast du ein Qualifying. So, und ich wollte jetzt auf Spar mit meinem LMP1 schön dafür sorgen. Boah, seht ihr das? Dass auch das hier neben weggeht und wiederkommt. Ja, also ich wollte auf jeden Fall schön mit meinem LMP1, ich wollte Setup machen, ne? Für meine private Karriere. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, bin ich bescheuert? Ich baue ein Setup für einen Singleplayer, keine Ahnung was. Und in iRacing, da habe ich ein GT3 da stehen für meine GT3-Meisterschaft, wo ich die Woche definitiv mitfahren muss, genau wie im Porsche Cup oder im Ruf Cup. Mazda werde ich wahrscheinlich bleiben lassen in Zukunft. Nur noch zwei Rennen, das ist genug. Drei brauche ich nicht über die Woche. Und die beiden brauche ich aber auch für meinen Participation-Bonus und andere Sachen, die in iRacing halt eine Rolle spielen. Und das hat mich dann halt so zu dem Punkt geführt, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Eigentlich muss ich hingehen und muss dort ein Setup bauen. Und nicht in meinem Singleplayer-Spielstand. Also ich komme gar nicht dazu, momentan zum Beispiel mal privat eine Stunde Project Cars für mich zu zocken.
Kannst vergessen, komme ich nicht dazu. Entweder die Aufnahme läuft, und das ist unsere Formel-Rookie-Karriere. Oder ich fahre iRacing. Oder ich mache irgendwas anderes, was wichtig ist, und ich krieg die Kurve nicht. Und das ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze, mit dem Finger in der Nase bohre und sage, hey, super, ich habe mir überlegt, ich könnte jetzt auch noch schnell Unity laden, das ist ja so einfach. Nee, das ist nicht einfach. Und die ganzen Steps, die ich gehen würde, die sind auch so klein aufeinander aufgebaut. Also da bräuchte ich wahrscheinlich 2-3 Stunden, damit sich irgendein Würfel über den Bildschirm bewegt, bis ich das gerafft habe, wie man das genau macht. Und so würde ich mich da Step für Step für Step, würde ich mich daran arbeiten, das hinzukriegen, was ich gerne hätte und was ich brauche und was ich will. Also nicht falsch verstehen. Ich bin der festen Überzeugung, ich könnte das lernen. Ich bin der festen Überzeugung, es wird ewig dauern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es bei mir deshalb auch ewig dauern wird, weil ich eigentlich gar keine Zeit hätte dafür. Und dann da auch noch, ich sag mal so, eine Programmierung hinzukriegen, dass es am Schluss nicht bei vielleicht der Hälfte von dem, was wir jetzt hier in diesem Spiel erreicht haben schon, bei mir dann abschmiert. Das wäre dann auch schon eine Kunst. Ja, weil ich glaube, das wird nämlich passieren, wenn ich ein Spiel programmieren würde, das hätte noch nicht mal die Hälfte von dem Spiel hier erreicht. Und die Festplatte, die wird schon den Exodus vermelden. Der RAM-Speicher wird wahrscheinlich Samba tanzen. Und die Grafikkarte wird mit der weißen Fahne winken, während der Prozessor schwitzend in die Knie geht und sagt, danke, das war's. Also so viel meine ich zu dem Thema Optimierung. Ich meine, selbst wenn du programmieren kannst, heißt das nicht, dass du ein Spiel optimieren kannst, damit das ruckelfrei läuft. Das heißt nur, du kriegst hin, dass der Computer tut, was er soll. Aber nicht, er tut's in der Geschwindigkeit. Also, ich formuliere es mal anders. Ich habe mich mit einem Entwickler unterhalten, der hat gesagt, er hat in seiner Programmiererklasse, wo er Programmieren gelernt hat, die Aufgabe bekommen, einen Prozess so zu optimieren, dass ein Vorgang pro Minute anstatt 10 mal 300 mal ausgeführt wird. Und er hat das, also so übersetze ich das jetzt mal grob. Ja? Ich kenne die Geschichte nicht mehr 100 pro, aber ich weiß, worauf es raus soll. Also falls der Entwickler das jetzt hört, nämlich ich zitiere dich jetzt nicht, sondern ich bastel da jetzt gerade was draus aus dem, was du mir erzählt hast. Also im Prinzip, er musste jetzt einen Vorgang so optimieren, dass er 300 mal pro Minute ausgeführt wird, anstatt 20 mal pro Minute. Und da war in dieser Klasse einer, der hat Computerdemos programmiert. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Programmierer, die Demos programmieren. Da sind Farben drin, da sind Bilder drin und das Ding, das passt am Schluss irgendwie auf 8 Kilobyte oder 10 Kilobyte oder 32 Kilobyte. Also das ist noch nicht mal so groß wie ein leeres Word-Dokument. Ja, und da drin laufen Dinge ab, die jenseits von Gut und Böse sind. Und der hat das Gleiche praktisch optimiert. Und er hat es so optimiert, also während die anderen um 300 Ausführungen gekämpft haben, hat er 3000 hinbekommen. Also dass praktisch 3000 mal pro Minute ausgeführt wurde. Und das ist eben das, was ich meine. Nur weil du programmieren kannst, heißt das nicht, dass es auch am Schluss eine gute Performance abliefert. Das ist das eigentlich Schwere an der Programmierung. Das heißt, programmieren das, was läuft, kann jeder. Ja, da hast du 10 Ausführungen pro Minute. Dann kommt irgendeiner um die Ecke, das ist ein richtig guter Programmierer. Und der kriegt es dann hin, dass das Ganze sich 300 mal pro Minute ausführt. Und dann kommt so ein Star-Programmierer, sag ich mal, um die Ecke. Und der macht dann mal dezent 3000 Ausführungen pro Minute. Und dann hast du ein Spiel, was super smooth läuft. Und gar nicht groß ist, aber wahnsinnig umfangreich. Und wie gesagt, das ist keine
Also ich sag das immer wieder, das geht nicht gegen den Entwickler von diesem Spiel hier. Ich käme noch nicht mal so weit. Mit meinem Wissen würde ich es nicht mal hinkriegen, dass das so ist. Also selbst mit Strichmännchen und also von der Grafik mal ab. Ich wüsste nicht, wie ich es programmieren soll. Zurzeit. Und wenn ich wüsste, wie man es programmiert, wird es mit Sicherheit nicht so laufen wie hier. Also von daher, da schon mal Hut ab. Aber es ist halt, und das wollte ich damit sagen, alles noch nicht optimiert. Und das bringt den Prozessor halt auch dazu, dass da Konflikte entstehen und das am Schluss in der Sprachaufnahme von mir knackt. Das kann durchaus dann am Spiel liegen. Wobei ich habe das Knacken auch in anderen Spielen. Hauptsächlich dann, wenn die Festplatte lädt. Ich weiß nicht, inwiefern das eine Rolle spielt. Also bei anderen Spielen knackt es meistens dann oder raschelt es und unterbricht es meistens dann, wenn ich irgendwie im Ladebildschirm stecke. Jetzt sind wir hier aber nicht im Ladebildschirm, das Spiel läuft ja schon. Also es ist kompliziert zu erklären. Ich bin immer noch am Aussortieren von dem Fehler. Ich könnte mir vorstellen, weil ich auf einer externen Festplatte speichere meine Aufnahme, dass es vielleicht auch da über USB zu Konflikten kommt. Ich überlege, die Aufnahme vielleicht auf der internen Festplatte zu machen. In Zukunft. Alles Dinge, die ausgetestet werden müssen. Man kann nie pauschal sagen, daran und daran liegt es oder das und das ist es. 41,2 Millionen, alter Schwede. Unsere Konsole übrigens ist schon bei 4%. Knapp. Wir gucken mal rein. Preise. Ja, perfekt. Perfekt, bleibt so. Werbung können wir mal ein bisschen machen dafür. Und was ich jetzt eigentlich auch erreichen will, also ich werde jetzt dann, wir haben 79 Millionen Abonnenten. Ich werde jetzt nach dem letzten Add-on, was wir dafür rausbringen jetzt, also das hier ist ja gleich durch und dann bringen wir das nächste Add-on, das hier, werde ich hier kein neues Add-on entwickeln. Sondern wir lassen das Ganze mal runterkühlen, bis wir so bei 50 Millionen Abonnenten sind. Und ich glaube, dann bringen wir was Neues auf den Markt. Für die neue Konsole. Und dann will ich auch noch was anderes testen. Das hat nämlich auch jemand gesagt. Wenn ich nämlich meine ganzen Zweig, also Tochterstudios, schließe, dann würde ich mehr verkaufen. Das heißt, die Tochterstudios machen mir mit ihren Spielen Konkurrenz zu meinen Spielen. Das will ich auch nochmal testen. Ja, wir machen die Studios, die wir gekauft haben, dicht und bringen dann Spiele raus für unsere Konsole. Damit sind wir der einzige Spielelieferant, der nur für unsere Konsole entwickelt und das müsste dann die Konsole eigentlich auch pushen. Jetzt beschweren sich die Mitarbeiter, dass sie zu wenig Sitzmöglichkeiten haben und wir ruckeln uns mal rüber. So, wir ruckeln uns mal rüber hier und bauen mal 6 Sessel. Und dann sage ich auch schon wieder danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Ich hoffe, wir hatten keine Audioprobleme diesmal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir auch, dass ich ziemlich ausführlich darüber gesprochen habe, was Optimierung von Software betrifft und so weiter. Also, dass das nicht so einfach ist und dass es durchaus sein kann, bei einem Early Access Titel, dass der überhaupt nicht optimiert ist und dass er deshalb auch hier so rumruckelt. Also das heißt, es ist ja das Polishing, was später kommt, ja. Das ist ja nicht nur die Grafik, die da gepolished wird, dass die schöner aussieht, sondern auch das Programm wird gepolished, dass es reibungsloser läuft. Da guckt man nochmal durch, brauche ich das hier? Wie oft wird das verwendet? Kann ich das anders unterbringen? Kann ich da einsparen? Also da gibt es ja sogar Berechnungsalgorithmen, wo man berechnen kann. Ach, das ist hochkompliziert. Wie gesagt, es gibt nicht umsonst ein Informatikstudium, was 7 Semester geht. Das sagen wir es einfach mal so.
So, aber ich bin jetzt mal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.